Treten. Und damit herzlich willkommen bei GTA Online. Mit mir dabei ist der liebe Katzero. Neuer Charakter, Los Santos Polizei Revier. Drücke Enter, um einen Charakter zu erstellen. Jetzt mache ich mal hier so einen Schnelldurchlauf. Um einen schicken Charakter. Oh, das wird toll, ja. Ja, los. Ich will aber keine Frau sein. Hallo, Frau ist richtig sexy, Alter. Natürlich. Neuer Charakter, ja, schön. Geschlecht. Männlich und weiblich, dazwischen gibt's nichts, das ist aber auch hier. Richtig rassistisch. Also, das finde ich auch nicht okay. So. Und du kannst nicht zwei Typen als Vater haben, weil wir die könnten dich adoptiert haben, weißt du? Das würde schon total keinen Sinn ergeben, aber. Ja, ne? Alter, was sind das denn hier für alles für hässliche Frauen, ey? Ja, deswegen, ich habe Aussehen-Ähnlichkeit beim Mann so 100% gehabt. Weil die Frau. Herbert. Kevin? Louis, Alter, Samuel. Samuel geht noch, oder? Komm her, du Fotzer. Ich hab'n Hammer. Kriegst du auf die Schnauze damit. Okay, Alter. Was ist das denn für komische Leute? Bam. Alter, die sehen aber auch sehr schick aus, alle. Geil, ja, ich nehme einfach mal den Ähnlichkeit hier. Natürlich, der Frau. Und es gibt irgendwie so Quests, da musst du so hinfahren, tötest 10 Leute, fährst ein Auto zurück und kriegst dann irgendwie so $10.000 für. Echt? Das ist doch geil. Ja, da habe ich mit einem Kumpel halt schon heute, ja, ich habe auch erst heute angefangen. Und ich bin mittlerweile auch schon, weiß ich, Level 8 und habe, okay, ich habe 150.000 miese gemacht, weil ich 700.000 halt am Anfang hatte. Ja, nehme ich so. Aber ich habe mir auch Raketenwerfer und alles gekauft. Ein Präzisionsgewehr mit 400 Schuss und. So, jetzt will ich mal ein Auto haben. Ja, machen wir einfach mal so. Ach, wir lassen das jetzt einfach mal ein bisschen standardisch. Die sehen schon sehr schick aus. Machen wir mal so schicke Haare, so ganz schick hier. Yo. Wird schon schief gehen. So, erstmal. Kann ich ja hinterher noch ändern. Yeah. So, machen wir so. So, ich war jetzt krank. Lassen wir so. Kleidung. Smart, sportlich. Normal. Straße. Ah, mach mal Straße. Der Macker, mach mal so hier, der Ausbrecher, oder? Abzocker hier. Gangster, ja, mach mal Gangster. Hier, mach mal so einen schicken Hut, setzen wir uns noch auf. Yay. Eine schicke Brille dazu. Ja, klar. Crew-T-Shirt. Hast du auch ein Crew-T-Shirt genommen? Ich auch. Richtig schön mit dem Logo hinten drauf. Sehr schön. Machen wir so, oder? Ja, machen wir so. Sieht auch schick aus. Du am Blink groß. Rücken. Machen wir Rücken drauf. Warte, ich will mich mal kurz drehen. Ich kann mich nicht drehen. Ja, mach's auf den Rücken, das ist am besten, habe ich auch gemacht. Da siehst du es wenigstens. Weil vorne siehst du es nicht. Ja. Suit. So, sehe ich doch ganz schick aus. Werte. Ausdauer natürlich hier. Kann ich die ändern, die Werte? Oh, eine Mission von Gerald. Ah, ich kann ein bisschen. Ich kann ein bisschen Ausdauer runternehmen. Ah, ich verstehe. Ja, ich würde am Anfang Fliegen auf jeden Fall runternehmen. Brauchst du nicht. Fahren brauchst du am Anfang eigentlich auch noch nicht so viele. Du wirst auf jeden Fall Stärke würde ich machen und schießen. Da solltest du. Ausdauer brauchst du auch nicht unbedingt, weil du kannst fahren. Ja, Lungenvolumen gehe ich auch ein bisschen runter. Ja. Brauchst du nicht so dringend. Ja. Fliegen kann ich ja auch so. Du kannst am Anfang sowieso noch nicht fliegen. Es spawnen ja auf einem Low-Level keine Flugzeuge. Ja, eben. Deswegen bringt das eh nichts. Ich bin heute mit dem Kumpel halt, als wir Level 9 waren, auf den Flughafen geflogen und da stand nichts. Also wirklich gar nichts. Speichern und weiter. Charaktername. Servussel. Servussel. Der Wussel. Erstellen. Und jetzt noch ein schickes Foto von mir. Bitte lächeln. Yay! Boah, ist ja echt super aus. Wahrscheinlich so richtiger abgeranzter Penner. Nein, eigentlich doch nicht. Möchtest du die GTA Online-Einführung überspringen?
Ja, mach mal. Das ist total dumm. Du bekommst erklärt, wie du Rennen fährst und Ja, ich weiß, sowas. ich kenne das. Wollt ihr Kann das ich noch. sehen, liebe Zuschauer? Nein, gut. Geht ja online mit betreten. Weiß ja, wie man spielt, also. Und ich habe Ja, ist ja. ja schon Singleplayer hier, easy. Ich habe ja hier auch eine sehr hilfsbereite Hilfe an der Seite. Corona hat mich eingeladen. Ja, warte, ich. Wuhu! Ach. Geht weg, ihr Bull, ich bin Arzt. Yo. Oh, da stehe ich auch schon hier. Ah, Wo? schön ist das. Endlich hier, geht ja online auf mein. LHPD, stop the vehicle! Ja. Und dann kann ich dir, glaube ich, beitreten. Ich mach das mal. Corona? Du Ja, du hast mir musst halt eingeladen. mit Post 1 und dann müsste dann Spieleinladung kommen. Oder du könntest auch einfach machen und dann laufend im Spiel beitreten, auch klicken. Ja. Post 1 halt. Kannst du das oben öffnen? Ja. Freunde, hier. Spiel beitreten. Dann switch ich mal eben rüber. Ja, ich Ja, bin beitreten. Möchtest du deinen Zielmodus ändern? mach einfach das. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das habe ich mit dem Kumpel auch schon öfters gemacht. Keine Ich habe Ahnung. keine Ahnung, was der Zielmodus ist. Also du kannst immer noch in Ego-Perspektive alles wechseln. Das ist das, was wir jetzt gedacht haben. Du kannst auch anvisieren alles. Ist das dann Auto-M oder was? Oder Nee, halt nee, kein eben Auto-M nicht. mehr? Jetzt höre Warte. ich dich doppelt. Das ist gut. Dann mache ich mal Voice Chat aus. Wo geht das? Einstellungen bestimmt. Boah, du hast aber fucking Voice Chat an. Ach, Ja, du bist schon bei mir in der mach schon Dings. aus. Wo bist du denn? Da hinten irgendwo. Ich hol dich mal ab. Zurück, zurück, zurück. Sehr schön. Und da stehe ich auch schon. Meine 1 Million in der Tasche. Du hast eine Mille auf der Bank. Oh, hallo, Auto, Auto, bleib stehen. Bleib Nein, stehen. nein, nein, ich hol dich ab, ich hol dich ab, ich hol dich ab, passt schon. Oh, schicke Brille. Eine Waffe haben wir schon. Oh, eine Pistole. Wow, Alter, wir sind ja voll ausgestattet. Ja, ich habe schon Raketenwerfer, Mikro-MP und alles. Das kriegst du richtig schnell zusammen. Ich habe jetzt 2 Stunden oder so gespielt. Das geht bei dem Spiel echt schnell. Ja, geil. Ach, schön. Besonders. Ne, unser Problem mit dem Kumpel war, du kriegst diese Quest, die so richtig viel Geld und EP geben, erst ab einem gewissen Level. Und bis dahin musst du dann so dämliche Rennen fahren, die gar nichts bringen. Oder Überfälle machen, wo du halt am Ende noch stirbst halt und das Geld wieder verlierst. Ja. Das ist wie scheiße schon. Ja. Warte, ich möchte dich mitnehmen. Ich komme. Ja. Dann komm du mal. Komm du mal angefahren. Ich stehe ein bisschen rum. Ja, hallo Michika, Vorbereitung. Hallo Littler, Vorbereitung. Ja. Yo. Ist klar. Dann steige ich mal ein. So. Eieiei, ist das laut. Alter. Ich höre gar nichts mehr. Ich mach mal ein bisschen Audio runter. Ich höre überhaupt nichts. So. Dann machen wir das mal. So ein bisschen hier so einstellen. Ah, machen wir schön. Machen das schon. Alter, jetzt bekomme ich die ganzen hier Anfragen. Ja, Gefängnisausbruch, das Gefängnisausbruch. ist mit dem Heist-Ding, die, obwohl die nicht in Ja, unserer ja. Sitzung sind, kriegst du die Quest, das ist ein bisschen nervig. Ja, egal. Monster ist dort abgeschlossen. Oh, ich bin ein richtig krasser Boy. Nein, ich spiele nicht mit Gamepad, sondern mit Maus und Tastatur. Auch wenn du mir oben Gamepad Drive-By sagst. Du hast auch die gleiche Brille? Schick. Tschüss. Okay. Hey, ja, Oh, warte, ich du lade dich bist ein. alleine hier? Ist jetzt eine. Obwohl, du hast nur eine Pistole. Ach, scheiß drauf. Level 8 Quest kann man mal machen. wie trete ich bei? Du musst dein Handy rausholen. Mit Ja. Pfeiltaste hoch. Ja. Dann Jobliste. Ah, da. Jobliste und dann müsstest du eine Anfrage von mir gekommen sein. Alles klar, wird heruntergeladen. Dann komme ich mal schnell drauf. Oh, yo. Radio. Ah. Machen wir mal so. Unbewaffnet. Schüsse Kannst du. kaufen, Ja. Munition voll kaufen. Sehr schön. Machen wir das einfach mal. Wir haben ja das Geld. Du hast ja das Geld, Alter. Offen ab Rang 6, wir sind Rang 1. Achso, das Hi. ist. Guten Tag. Ich Bam! wollte. Nee, look at that sexy weapon. Oh, sehr schön. Oh, Unser oh. Auto. Oh, das sieht sehr schön aus mit dem Bruder. Mit denen. Wir sollen zum Drogendeal. Ich wollte mir das Crew-Emblem mal auf ein echtes T-Shirt drucken lassen. Okay, geht nicht, oder was?
Doch, ginge, aber der war zu inkompetent. Läuft. Du, was Internet bestellen wollte ich jetzt erstmal nicht, ja. Ich fand das ziemlich cool, das Emblem. Ja, genau, diesen Mast kann man da nicht umfahren. Also jeden Mast kannst du umfahren. Nee, den nicht. Nee, den einen nicht. Der denkt sich, nee, ich stehe hier. Ist ja der hier. Bam. Ja, das ist auch eine Ampel. Das andere war auch eine Ampel. Der braucht schon eine Ampel. Das andere war eine massive Ampel. Ach so, ja, okay. Ist das da auch eine massive Ampel? Ja, das ist eine sehr massive Ampel. Die aber sofort nachgibt. Okay. Und dann fahren wir erstmal zum. Boah, Alter, wir haben so richtige Premium-Gangster-Shit-Familienkarre. Ja, die ist richtig schick, Alter. So ein Fiat-Verschnitt, ne? Ja, irgendwie schon. So geil, weißt du, die haben hier ein Audi genommen und haben das Emblem in der Mitte durchgeschnitten. Das sind jetzt vier Halbkreise nebeneinander. Hm? Damit die das nicht bezahlen müssen, die Rechte. Okay, ja, du hättest da aber auch drüber fahren können. Ja, ganz easy. Es ist nicht so, dass der Zug einen voll wegmacht, weil der unzerstörbar ist. Du hättest einfach durchfahren können, Mensch. Machst deine Hex an, einfach durch die Wände fahren. Ach so. Ja, ja, ist doch klar. Ganz easy. Oh, guck mal, ey, guck mal, da oben gibt's Eis. Hallo, anhalten, ich will Eis. Oh. Ey. Da oben gab's Eis auf dem Schild. Du musst doch hier gibt's Bier und Wein. Da oben auf dem Schild gibt's Eis. Die slapp ich jetzt. Der habe ich den Kaffee aus dem Hand gehauen. Oh, das ist ein gutes Magnum Eis. Hm. Natürlich nicht von Magnum, natürlich von einer anderen Marke. Ich repariere das Auto. Das ist nicht Team Fortress. Jetzt steig ein. Jetzt willst du fahren? Natürlich. Deswegen ja, dann bin ich lass mich mit einsteigen. Ciao. Steig hinten ein. Mach ich. Jetzt kannst du schön singen, mein Platz im Auto ist hinten. Was? Mein Platz im Auto ist hinten, ja. Auf meinem Gehen. Oh, hast die Tür next level, hast richtig gut die Tür zugemacht. Ich weiß. Wir sollten vielleicht ein bisschen. Wir sollten jetzt, glaube ich, hier schon aussteigen. Weil ich glaube, wir müssen diesen Drogendeal überfallen. Und ich glaube, das ist nicht so gut, wenn man da direkt drauf zufährt. Okay, ich packe hier so. Hast du eine Nee, du hast nicht mehr. Ja. Bist du schon ausgestiegen? Ja, ja. Tja. Wie gibt dich zum Drogendeal? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir die Leute da töten müssen, die Drogen nehmen müssen. Stiehl das Koks. Na, herzlichen Glückwunsch, ey. Ich brauch das gar nicht stehen, ich hab da genug und. So, erstmal richtig geil snipen. Ey, du sollst die Sniper auswählen, du Wichser. Danke. Ich hab keine. Ich hab aber eine. Bam. Ich glaube, ich sollte. Ich wir wissen nicht, woher das kommt. Wir stehen mal doof rum und lassen uns alle abschießen. Leute, du bist doch da oben gelaufen. Da schießen die hin. Oh, Alter, Alter. Ich stehe aber sehr ungeschützt. Nein, nein, nicht da runterspringen. Ganz blöd. Ach Gott, ey. Wir haben ein Leben. Das kannst du verbrauchen, aber dann nicht mehr. Okay. Alter. Sagt okay und stirbt. Oh Gott, stempelt mich auch. Alter, das war ziemlich schnell. Ja, es sind vielleicht auch so ein paar hundert Leute. Jetzt geh in Deckung, mit Q kannst du in Deckung gehen. Ja, ja, ich weiß. Da oben war halt keine Deckung. Ich dachte, ich geh komm von oben und die Wache. Ja, da hättest du mir ja, du hättest eher oben lang gehen sollen mit deiner Sniper. Warte, ich regel das. Ich bin ein Regler. Raketenwerfer. Ey, das sind meine Kills, Alter. Ich brauch die Erfahrungspunkte. Da liegt noch einer. So. So, jetzt stehlen wir das Koks. Oh, ich habe auch, glaube ich, noch schöne wie heißt es? Ränge gemacht. Schön benannt. Du, wo hast du das Koks? Alter, gib mir das Koks. Bleib stehen. Ich hab das Koks. So, da du das Auto so gut gepackt hast, müssen wir uns da vorne ein neues suchen, glaube ich. Alter, ich habe das Auto sehr gut gepackt. Oh Gott, da kommen Gegnats. Gegnats? Ja. Dann pack mal deinen Raketenwerfer aus. Der muss erst anvisieren. Achso, okay. Macht nicht so Sinn im Nahkampf. Außerdem, wenn ich den gegen eine Wand schieße, bin ich nicht so tot. Alter, los, bleib liegen. Er liegt. Der hinten liegt noch nicht. So, jetzt liegt er. Nehmen wir das uns das Auto, ne? Ja, ja. Am besten. Ja! Erstmal scheiße. Steig ein. Yo, tschüss. Wieso geht hinten die Tür wieder auf? Interessantes Auto. Weißt du auch, wie wirklich exakt alle Scheiben wirklich exakt kaputt sind? So. Aber nur auf der rechten Seite. Echt? Ja, auf der linken Seite ist alles okay. Ich sorge ja hier auf meiner Seite für eine gute Durchlüftung. Nein, wir haben Vorfahrt.
Nein, hatten wir nicht. Doch, guck, wir haben grün. Und hier haben wir fast grün. Die Kamera. Oh. Du musst nach rechts. Da ist ein Baum. Echt? Ja, echt. Ein Motorradfahrer. Hallo. Machst du das auch so gerne? Ja, locker. Alter, ist schön, dass er mir die Kappe aufsetzt, wenn ich aussteige. Ja, du hast auch so die Kappe. Ja, ja, habe die schwarze. Yeah. Ich habe ein Achievement gekriegt. Teil einer Crew. Boah, Alter, ich gucke ja richtig intelligent. Ja, so. Ich hab Koks. Hier. Bitte sehr. Bitte. Guten Hunger. So, und das krieg und dafür ich. Japan-Punkte. Nein, Drop-Points. Ey, wir haben nur 8000 Punkte gekriegt. Verarsche. Japan-Punkte und Russen-Punkte bekommen. Und Geld. Und Russen-Punkte. Und Geld. Und Geld. Fand ich gut. So geil. Gefällt mir. Fortfahren. Noch Mission? Ah, Profil. So mache ich das. Ja, fortfahren. So, freier Modus. Dann machen wir. Freier Modus. Ja, da kann man gucken, ob ich noch eine Quest irgendwie habe. Ja, und ich könnte mir das eventuell das Haus kaufen. Ja, können wir mal gucken. Ich kann mir auch ein Haus kaufen. Habe ja noch 500.000. Weiß nicht, wie es kostet. GTA Online. Weitere Tipps für zu Raubüberfälle. Das lädt so schnell, ich kann es gar nicht lesen. Dann steige ich mal ein. Alter, Gefängnisausbruch, Gefängnisausbruch, Gefängnisausbruch. Schiraute, Diebstahl. Willst du einsteigen? Ich glaube, du willst einsteigen. Ja, mein Auto. Ah, ich mit linker Maustaste schnell klicken. Spawn ich. Gut zu wissen. Wolltest du mich überfahren, wa? Nein, ich wollte dich mit dieser. Ah, nein! Bleib liegen! Oh, fuck, ey. Ups, bin umgefallen. Jetzt kannst du mir das Geld, was ich noch dabei noch hat. Ja, oh, hatte ich doch so viel. Oh. Ja, es ist nicht viel. Du trägst mehr als 5000 bei dir. Ach, wirklich? Ja, ich hab. Na, lass mich mal einsteigen. Mach ich. Fuck you. Warte, ich komm noch schon zurück, ey. Wo bist du denn? Da bist du doch. Da ist. Oh Gott, ein Zug! Nein, geh weg mit deinem Raketenwerfer. Fuck, ey! Ja, geh, geh. Das waren 1500 Dollar. Ach, hier wohnt doch der verehrte liebe Mr. Franklin. Alter, der scheiß NPC überfährt mich volle Kanne. Franklin, lass mich rein. Hier ist ein Spinner draußen, Franklin. Hallo. Hallo. Franklin ist nicht zu Hause. Hallo, wo bist du denn? Alter. Ein gewonnenes Auto. Was machst du denn? Ich hab gedacht, ich will. Wenn ich das Haus kaufe, guck mal, da. Die Kamera öffnet man ja auch so, ne? Ja, mit Escape und so. Oh Gott, da kommt Bull. Das Haus war, glaube ich, hier, ne? Wird aber gar nicht auf der Karte angezeigt. Du weißt, welches Haus mit dem Plan und so. Jo. Heißmission. Das wäre ganz praktisch. Oh. Warte, lass mich die Bullen gerade killen. Ja. Fahr ein bisschen im Kreis. Oh, der kriegt einen Kopfschuss, der kriegt einen Kopfschuss. Dein Erzfeind Corona nimmt an dieser Sitzung teil. Schön. Warte, ich komme. Jo. Der da vorne sollte verbluten. Bei mir bist du gerade irgendwie durch die Tür gebracht. So, wo lang? Gib mir einen Wegpunkt. Wo gibt's denn diese Häuser? Keine Ahnung, ich hatte mal im Internet so eine Karte, da waren die alle aufgezeichnet. Ich jetzt weiß natürlich nicht. Ich habe zwar drei Karten an meiner Pinwand hängen. Wir könnten mal in den Ammunition reinfahren. Zum Ammunition fahren, dann kannst du dir Waffen kaufen. Ich habe dreimal die gleiche GTA 5 Karte an der Wand hängen. Fahren wir zu dem Wegpunkt. Ja, Schilling. Kaufen wir uns Waffen und dann habe ich jetzt noch einen Auftrag gekriegt. Von Simeon. Ach, der ist kleine Simeon. Der Simeon. Der hat bestimmt die Simeon aus Sims oder so. Ja. So hieß die doch. Oh, warte, du musst gar nicht bis zum Wegpunkt fahren. Hier vorne ist noch einer näher. Ich weiß. Boah. Eingepackt. Ja, Kunstvorleiter.
Na, dann wollen wir mal. Guten Abend. Die Waffen auf der rechten Seite der Wand kannst du dir alle schon kaufen. Ich empfehle dir den Spezialkarabiner, der ist echt gut. Das ist cool, da ist nämlich noch keine. Ah, jetzt. Ich muss erst reingehen. Raketen. Alter, ist so teuer. Ja, der Raketenwerfer kostet ordentlich was, aber der Spezialkarabiner mit Schalldämpfer und erweitertem Magazin und Griff ist echt gut. Ja, das, den kenne ich. Taktisches Licht, Schalldämpfer, brauchen wir uns mal. Großes Magazin, kaufen wir uns auch gleich mal ein paar Schüsse. Ja. Ja, ich muss auch meine Munition nachfüllen. Alter, der braucht bei der Transaktion zu Social Club, muss er mal ein bisschen warten. Achso, ist voll. Achso, ja dann. Ich versuche noch weiter zu kaufen. Ist der Griff sinnvoll? Klar, weil da kann ich mir auch leichte Panzerung kaufen. Griff ist echt gut, ja. Na gut. Es ist sinnvoller als ein Visier so, oder ja. So. Kaufen wir uns auch mal. Alles kaufen. Ja, wir haben ja das Geld, ne? Und wir verdienen ja noch so viel. Bam! Achso. Raketenwerfer. Ich habe jetzt nicht den Raketenwerfer gekauft, den hatte ich schon. Ja, der ist ja. Man kann halt gut die verkackten Mongo-Helikopter runterholen. Eine Billigknarre, natürlich brauche ich eine Billigknarre. Nicht. Kaufen wir uns mal. Ist ganz praktisch. Pump, Shotgun hier, Hammer, Flasche, ein antiker Karabellier. Du kaufst einfach alles, oder? Nee, ich guck mir das nur an. Guck mir das wirklich nur an. Ein Fallschirm kann ich nicht kaufen, ne? Das ist doch schade. Fallschirm kann ich mir auch nicht kaufen. Hätte ich gerne gemacht. Wir können jetzt hier Gefechtspistole, Granaten kann ich noch nicht, Haftbomben. Ah, Haftbomben, ah, oh, schade. Ja, die sind irgendwie Level 20 oder so, die kommen erst richtig spät. Meinst du irgendwie so? Ich gehe, ja, soll ich wieder rauskommen? Ja, ich hab dir gerade eine Einladung geschickt für noch ein. Ja, ich komme erst auf. Du kennst mich. Tief im Innern bin ich ein Menschenfreund. Vielleicht hätte ich dem Jungen oder dem Mann keinen Kredit gewähren sollen, angesichts der Gerüchte, dass er ins Drogengeschäft verwickelt ist. Nur das Beste in den Menschen und will neue Geschäfte unterstützen. Kannst du bitte seine schwarze